Es ist jetzt ein Jahr her, dass in Kiew Scharfschützen das Feuer auf Demonstranten eröffnen. Dabei kamen rund 100 Menschen um. Die Ukrainer nennen diese Todesopfer die himmlische Hundertschaft. Wir stehen heute hier, um dieser Menschen zu gedenken, der ersten Europäer, die im 21. Jahrhundert für demokratische Werte standen. Die Menschen sind zum Maidan gegangen, um ihr Schicksal selber zu bestimmen. Sie haben dafür kein Geld bekommen. Ihnen hat keiner gesagt, dass sie gehen sollen. Sie haben einfach gehandelt, weil etwas passieren musste. Wenn auf dem Maidan von Europa gesprochen wurde, dann ging das nicht nur um Politik. Es ging um Werte, die für uns in Mitteleuropa hier selbstverständlich sind. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, Schutz vor Willkür, ein funktionierender Staat und nicht manipulierte Wahlen. Für uns sind Freiheit und europäische Werte so selbstverständlich, dass wir angefangen haben zu glauben, dass wir davon überhaupt gar nichts tun müssen. Die himmlische Hundertschaft hat uns gezeigt, wie teuer das ist. Die himmlische Hundertschaft ist uns allen vorausgegangen. Diese Menschen haben uns gezeigt, dass diese Werte nicht selbstverständlich sind, dass man Opfer dafür bringen muss, um sie zu erringen. Sie haben mit dem Höchsten bezahlt, das sie haben. In der Ukraine versucht heute ein aggressiver Herrscher mit Krieg seinen Machtbereich zu vergrößern. Er hält sich an keine Vereinbarung. Trotz Waffenruhe sterben in der Ukraine täglich Menschen durch seine Waffen. Täglich werden Städte angegriffen. Das wird nicht aufhören, wenn wir nur wegsehen und nur noch in diplomatischen Floskeln reden. Hier in Deutschland haben viele Menschen Angst vor einem Krieg. Sie haben Recht damit. Denn was in der Ukraine passiert, das geht auch uns etwas an. Wenn wir diesem Aggressor nicht Grenzen setzen, dann wird er weitermachen. Das hat uns die Geschichte gelehrt. Deshalb müssen wir hier in Mitteleuropa endlich anfangen, die Dinge beim Namen zu nennen und mit allen friedlichen Mitteln, die wir haben, diesem neuen Imperialismus entgegentreten. Zeigen wir, dass die europäischen Werte, für die die himmlische Hundertschaft ihr Leben gegeben hat, für uns nicht nur leere Worte sind.